Wenn du selbst Arzt bist, Mediziner bist, Medizinstudent, Krankenschwester oder Krankenpfleger, dann ist für dich das Thema Berufsunfähigkeit unglaublich wichtig, denn vor allem in diesen Berufen gibt es ja diesen hohen mentalen Stress und eben auch Druck, der dann eben sehr, sehr oft zu psychischen Erkrankungen, Burnout etc. führt, wo dann eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung greifen würde. Welche Punkte jetzt hier vor allem für diese Berufsgruppen unglaublich wichtig sind bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, all das erkläre ich dir in folgendem Video. Ganz viel Spaß dabei! Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und in heutigem Video, ja, es geht mal wieder um die Berufsunfähigkeitsversicherung, weil sie einfach so wichtig ist. Heute speziell für Ärzte, Mediziner, Medizinstudenten, Krankenschwestern, Krankenpfleger, also alle, die irgendwo im medizinischen Bereich arbeiten. Und hier gibt es eben, ja, spezielle, sage ich jetzt mal, Gründe einmal, warum hier eine Berufsunfähigkeitsversicherung wirklich wichtig ist, plus aber auch, wie diese Berufsunfähigkeitsversicherung gestaltet sein muss, damit die halt wirklich für diese Berufsgruppen sehr, sehr gut passt und welche Tipps und Hinweise du hier nutzen solltest, wenn das für dich ein relevantes Thema ist. Ich werde jetzt zum einen darauf natürlich eingehen, was für Ärzte nochmal sehr speziell interessant ist und zum anderen aber auch für Krankenschwestern und Krankenpfleger und am Ende dann, wie gesagt, die Tipps. Gehen wir erstmal auf die Ärzte ein. Ärzte sind ja eigentlich, so denken es zumindest viele, durch die Versorgungskammer hier für Ärzte, die es eben gibt, sobald die quasi als praktizierender Arzt hier tätig werden, sind sie darüber abgesichert und hier sind sie eigentlich auch schon abgesichert gegen Berufsunfähigkeit. Das stimmt. Allerdings anders als viele denken. Denn diese Berufsunfähigkeitsversicherung, die hier über die Versorgungskammer existiert, greift nur in wirklichen Härtefällen. Ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel als Arzt tätig bist, als Chirurg, und dann passiert dir irgendwas, du hast vielleicht einen Unfall oder eine Krankheit und kannst jetzt deine Tätigkeit als Chirurg nicht mehr ausüben. Du könntest jetzt aber zum Beispiel noch als Allgemeinmediziner beratend irgendwie tätig sein. Dann giltst du hier im Sinne des Versorgungswerkes als nicht berufsunfähig und bekommst ja auch keine Leistungen. Ja, wenn man das jetzt einfach mal kurz anhand von wirklich einer Definition hier festmacht, dann steht drin, in der Berliner Ärzteversorgung zum Beispiel, die gesamte ärztliche Tätigkeit muss aus diesen Gründen eingestellt sein. Die Erwerbstätigkeit als Arzt oder Ärztin gilt weiterhin als ausgeübt, solange ein Mitglied seine Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung innehat, seine Privatpraxis nicht aufgegeben hat oder wenn die Praxis durch einen Vertreter weitergeführt wird, solange dem Mitglied aus der Praxis Einkünfte zufließen. Das wäre jetzt einfach mal ein Auszug aus einer von diesen, ja, Versorgungskammern, der Berliner Versorgungskammer, wo das einfach mal definiert ist, was das genau bedeutet. Also, das heißt im Umkehrschluss, die wenigsten Ärzte bekommen dadurch eine Leistung irgendwann mal bei Berufsunfähigkeit, weil das einfach wirklich nur Härtefälle betrifft. Anders jetzt eben eine private Berufsunfähigkeitsversicherung, die du jetzt speziell für dich als Arzt abschließt. Die leistet nämlich schon ab 50% Berufsunfähigkeit, wenn das eben eintritt. Und hier gibt es dann zum Beispiel diesen Verzicht auf die abstrakte Verweisung. Das heißt, die können dich dann nicht einfach als Chirurg, als praktizierender Chirurg, der du bist, irgendwo hinverweisen als, ja, beratender Allgemeinmediziner irgendwo. Das funktioniert nicht, ne? Das können die de facto nicht machen. Und das ist zum Beispiel ein Hauptgrund, warum eine private Berufsunfähigkeitsversicherung hier für Ärzte absolut Sinn macht. Das heißt jetzt, erste wichtige Botschaft, wenn du Arzt bist oder angehender Arzt, Versorgungswerk, ja, gibt's. Gibt es auch eine gewisse Absicherung, aber wenn dir jemand erzählt, ja, du bist hier zu 100% gegen Berufsunfähigkeit abgesichert, dann stimmt das so tatsächlich nicht. Du wirst nur eine Leistung bekommen, wenn du wirklich zu 100% keiner ärztlichen Tätigkeit hier irgendwo mehr nachgehen kannst. Es gibt auch noch andere Versorgungswerke, unterscheiden sich teilweise hier bei den Definitionen. Manche sind jetzt vielleicht auch schon ein bisschen besser, aber de facto ersetzt das keine private Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Statistiken zeigen, ein Arzt wird viel, 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 viel öfter
teilweise berufsunfähig, wo dann eine private Berufsunfähigkeitsversicherung leisten würde, als dass hier Leistungen aus solchen Versorgungswerken entstehen. Das ist erstmal hier ganz wichtig zu verstehen. Dann gibt es jetzt natürlich noch ein paar Punkte, die wichtig sind. Das trifft jetzt nicht nur auf Ärzte zu, sondern auch auf Krankenschwester, Krankenpfleger und ähnliche, die hier irgendwo im Gesundheitsbereich arbeiten. Kommen wir mal zu dem einen Punkt, der wahrscheinlich, wenn du hier in diesem Tätigkeitsfeld unterwegs bist, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, ist die sogenannte Infektionsklausel, dass die gut ausgestaltet hier mit drin ist. Die besagt ganz einfach, wenn du zum Beispiel irgendeine Infektion bekommst, vielleicht im Urlaub eingefangen hast und durch diese Infektion du quasi nicht mehr arbeiten darfst, weil dir ein Tätigkeitsverbot auferlegt wird, weil du ja mit Patienten zu tun hast und könntest dir anstecken, dass du dann, wenn diese quasi Infektion für auch mindestens 6 Monate voraussichtlich bestehen wird, hier eine Leistung bekommst aus deiner Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich finde das tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung. Die guten Versicherer haben die sowieso schon mit drin, also warum dann nicht mitnehmen? Und ich weiß, der ein oder andere, der sich jetzt in der Branche richtig gut auskennt, weiß, dass es hier auch einen Paragraphen gibt im Infektionsschutzgesetz, der besagt, sollte sowas eintreten, dann würde hier dem Arzt zum Beispiel auch eine Leistung zustehen. Die ist natürlich dann nicht so jetzt hoch wie vielleicht eine volle BU-Rente, aber hier würde er eine Leistung in einem gewissen Maße bekommen, quasi vom Staat, wenn sowas passieren würde. Ja? Also, aber trotzdem sage ich einfach, hey, wenn man sich eben eine BU kümmert, warum dann nicht eine mit reinnehmen mit einer Top-Infektionsklausel? Das einfach mal dazu. Dann gilt natürlich der allgemeine Grundsatz. Natürlich abschließen bis zum 67. Lebensjahr, dass sie nicht zu kurz abgeschlossen wird. Oftmals gehen die halt her und sagen, ja, wir machen das nur bis zum 65. oder 60. Dann hast du auf einmal hier so einen super Beitrag stehen und sagst, hey, geil, ist ja richtig günstig, ne? Aber dass dir die letzten 7 Jahre dann hier vielleicht fehlen, wo du keinen Versicherungsschutz hast, wo das Risiko eigentlich am höchsten ist, dass du berufsunfähig bist, das erzählt dir dann oft keine. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen weg vom Arzt, sage ich jetzt mal, weil der Arzt an sich ist schon so, ja, wird schon so eingestuft in eine relativ gute Risikogruppe. Sprich, vom Beruf her wird er besser eingeordnet als jetzt zum Beispiel eine Krankenschwester. Eine Krankenschwester ist aufgrund, ja, körperlicher Belastung, ne, und aber auch natürlich der psychischen, mentalen Belastung eine extrem hohe Risikogruppe für den Versicherer. Das heißt, wenn jetzt du zum Beispiel schon Krankenschwester bist und wirst hier mal eine Anfrage stellen auf Berufsunfähigkeitsversicherung und das sind vielleicht nur 1000 Euro, dann wirst du auf einmal feststellen, verflucht, das sind ja gar nicht mal so niedrige Beiträge. Ja, und daran gibt es leider auch nichts zu rütteln. Und viele gehen dann her und sagen, boah, das ist mir tatsächlich zu teuer und das mache ich dann einfach deshalb nicht. Das Problem ist, genau diese Personen eigentlich, genau die sind ja dann ja extrem betroffen von vielleicht einer späteren Berufsunfähigkeit und sollten eben eine haben. Und das ist eben so ein bisschen das Paradoxe. Das heißt, hier muss man gucken, dass man das doch irgendwie hinbekommt. Da gibt es, wie gesagt, ja auch Unterschiede zwischen den Anbietern, dass man hier wirklich den rausguckt. Es gibt auch Anbieter, die sich spezialisiert haben auf Leute, die zum Beispiel in Kliniken arbeiten, ne? Dass man das einfach mal alles anschaut und guckt, dass man hier doch einen findet, der einen hier dann versichert zu einem natürlich monatlichen Preis, der auch in Ordnung ist. Und hier jetzt schon mal der erste Tipp. Wenn du vielleicht noch in der Schule bist, vielleicht bist du noch im Studium und weißt schon, dass du später mal in den medizinischen Beruf hier gehen wirst, dass du als Krankenpfleger, als Krankenschwester arbeiten wirst, dann geh heute schon her, bevor du diesen Beruf angetreten hast, und schließe diese Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Warum? Weil du quasi heute in deiner Tätigkeit, vielleicht als Schüler oder als Student, oftmals einfach in eine viel, viel niedrigere Risikoklasse eingestuft wirst, dadurch viel niedrigere Beiträge erhältst und dann diesen Status aber mitnimmst, quasi wenn du dann zum Beispiel als Krankenschwester anfängst und dann diese niedrige Risikogruppe hier dann vorher schon gesichert hast, du aber natürlich trotzdem dann als Krankenschwester hier BU-Schutz hast. Das ist, verstehen viele nicht, ist ganz wichtig. Also das heißt, du gehst einfach her und greifst dem Ganzen ein bisschen vor, sicherst dir natürlich auch dein jüngeres Eintrittsalter. Je früher du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, desto günstiger ist die und desto günstiger ist sie natürlich auch gesehen auf die ganze Laufzeit. Das ist eben hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wartet damit nicht
zu lange, weil irgendwann wird es leider wahrscheinlich echt so sein, dass du das nicht mehr bezahlen kannst und wirst es dann nicht abschließen und hast dann vielleicht immer dieses schlechte Gewissen, denkst du, fuck, hoffentlich passiert mir halt nichts auf der Arbeit, weil ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. So, machen wir nochmal einen kleinen Schwenk zum Arzt. Es gibt nämlich noch einen Punkt, der vor allem für Ärzte wichtig ist, beziehungsweise Medizinstudenten, die später mal Arzt werden und dann vielleicht auch vorhaben, irgendwann eine eigene Praxis zu eröffnen, sprich selbstständig zu sein. Für alle Selbstständige in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das Thema Umorganisationsklausel sehr wichtig. Diese Klausel besagt nämlich genau, ob du dich quasi in deinem Betrieb umorganisieren musst, wenn hier vielleicht eine Berufsunfähigkeit im Raum steht, oder halt nicht und du direkt als berufsunfähig giltst. Und diese Klausel sollte eben so konkret wie möglich ausformuliert sein, damit du heute schon weißt, okay, wenn das und das passiert, dann muss ich vielleicht meinen Betrieb umorganisieren. Nicht so cool, aber wenn das und das vielleicht vorliegt, dann eben nicht und ich gelte sofort als berufsunfähig. Und dann gibt es halt so Formulierungen, die relativ schwammig sind. Zum Beispiel, ja, die Umorganisation muss zumutbar sein oder sie muss wirtschaftlich angemessen sein. Was ist zumutbar? Was ist wirtschaftlich angemessen? Das entscheidet im Zweifelsfall ein Gericht. Das heißt, hier kannst du dem Ganzen schon mal vorgreifen und gucken, dass du einen Versicherer wählst, wo diese Umorganisationsklausel relativ konkret ausformuliert ist. Da gibt es dann auch so Sachen, wo es dann drauf ankommt, wie viele Angestellte hat vielleicht dein Betrieb, wie ist deine akademische Ausbildung gewesen und so weiter und so fort. Darauf kommt es dann eben an und das kann man dann eben auch schön, ja, ummünzen, sage ich jetzt mal, auf den Arztberuf und kann da reinlesen und liest sich das wirklich. Also ich lese das mit den Leuten dann auch immer durch, damit die das verstanden haben, und dann kann man wirklich sagen, ah, okay, das passt jetzt wirklich gut auf mich und vielleicht später mal meine Selbstständigkeit als Arzt. Also Thema Umorganisationsklausel unbedingt hiermit beachten. So, jetzt am Ende das Ganze einmal nochmal kurz zusammengefasst. Also, das heißt, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du Krankenschwester, Arzt, Mediziner, Krankenpfleger, Medizinstudent etc., wenn das alles irgendwo vielleicht bei dir mal Thema ist, so früh wie möglich diese Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Denn je jünger du bist, desto fitter bist du, desto niedriger sind die Beiträge. Das gilt übrigens für alle, nicht nur jetzt für speziell diese medizinischen Berufe oder so. Dazu gibt es eben super günstige Studententarife oder auch Schülertarife mit wirklich guten Konditionen, wo du auch schon eine relativ hohe monatliche Rente abschließen kannst und mitversichern kannst und das zu einem wirklich guten Beitrag und hast dir aber schon eine vollwertige Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Thema Infektionsklausel, ich würde es immer mit reinnehmen, die kostet nicht irgendwie mehr, man muss einfach nur den passenden Versicherer hier auswählen, plus eben dann für Ärzte, die vorhaben, sich später vielleicht mal selbstständig zu machen, das Thema Umorganisationsklausel, dass das mit reingenommen wird, dass geguckt wird, dass die möglichst konkret formuliert ist. Und dann eben wichtig, Anbieter vergleichen, gucken, das mit jemandem auswerten, der sich eben auskennt und zu gucken, welcher Anbieter dann hier am Ende passt, auch wenn vielleicht die Beiträge vor allem für Krankenschwester und Krankenpfleger hier, Gesundheitspflege, etwas hoch erscheinen, hier einfach mit einem Fachmann mal zusammensetzen und das ausloten. Es ist tatsächlich eine verflucht wichtige Absicherung, vor allem für Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. Das war's gewesen für dieses Video zur Erklärung, auf welche Punkte man eben achten muss, was die Berufsunfähigkeitsversicherung angeht für Ärzte, Mediziner, Krankenschwester, Krankenpfleger etc. Ich hoffe, du hast hier wieder was gelernt dabei. Wenn ja, dann sei so nett. Lass dem Video einen Daumen hoch da. Dafür schon mal danke. Und wenn du den Kanal an sich noch nicht abonniert hast, zukünftiges Versicherungswissen jetzt aber nicht mehr verpassen möchtest, dann lassen wir jetzt einfach noch ein Abo da. Es gibt immer montags und Donnerstag um 18 Uhr neue Videos. Ansonsten vielen Dank und schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Wir sehen uns ganz einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.